Topmodel, der Comic, das Halloween-Monster. Nela, Luis und Talita sind Topmodels und wohnen gemeinsam in einer WG. Sie unternehmen gerne aufregende Dinge zusammen, aber auch entspannte Mädelsabende lieben die drei. Amy und Tiger sind die tierischen Mitbewohner der WG. Die elegante Katze und der freche Kater hacken oft etwas aus. Aaron ist Nelas älterer Halbbruder. Seit er in derselben Stadt wohnt, sehen sie sich öfter. Aber auch die beiden anderen WG-Mädels hat er ins Herz geschlossen. Besonders Louise. Es ist Halloween. Zeit für eine gruselige Bettenlagerparty. Und dann passt auf, der Geist kam. Man konnte nicht genau sehen, ob er schwebte oder ging. Und plötzlich... Bumm, Krach! Es war nur ein Luftballon. Nela. So, und wer ist nun dran? Ich bin dran. Doch plötzlich... Was war das? Habt ihr das gehört? Jetzt bekommen die Mädchen tatsächlich Angst. Oh nein, das Geräusch war jetzt aber echt. Die Topmodels schleichen vorsichtig durch die dunkle Wohnung und stellen sich das Schlimmste vor. Müssen wir da hingehen? Ich will nicht. Luis, psst, ich habe es schon wieder gehört. Nela, es kommt aus deinem Atelier. Oh nein, lass uns schnell die Polizei rufen. Beruhigt euch jetzt mal. Mit Sicherheit sind es nur Amy und Tiger, die beim Spielen was runtergeworfen haben. Doch in dem Moment maunzt es aus der Küche. Das waren die Katzen. Die sind schon mal nicht im Atelier. Und im Atelier rumpelt es weiter. Okay, das ist jetzt echt komisch. Jetzt kriegen Louise, Talita und Nela noch mehr Angst. Was machen wir denn nun? Das wird mir jetzt echt zu unheimlich. Talita nimmt ihren Mut zusammen. Okay, passt auf. Ich schleiche mich zur Tür und sehe nach. Talita tapst leise in Richtung Atelier. Sei vorsichtig, Talita. Und macht eine Entdeckung. Oh je, da steht jemand. Schnell flüchtet Talita zu den Mädels zurück. Da steht echt jemand. Ich hab's ganz genau gesehen. Was machen wir denn jetzt? Nela hat eine Idee. Ich schreibe schnell Aaron. Er soll kommen und den Eindringling überwältigen. Aaron, hier ist jemand in unserer Wohnung. Komm bitte schnell. Ernsthaft? Ich komm rum. Bin in ein paar Minuten da. Bin gerade in der Nähe. Psst, komm rein. Hier entlang. Auch Aaron hört sofort die Geräusche. Oh, tatsächlich. Entschlossen geht er Richtung Atelier? Na, dann wollen wir den Übeltäter mal ausfindig machen. Du bist so mutig. Schiebt die Tür einen Spalt auf und drückt den Lichtschalter. Haben wir die... Oh, hey. Er muss grinsen. Die werden Augen machen. Buh, Mädels. Wisst ihr, wer euer Geist war? Dieser kleine Racker hier. Er hat mit der Kordel der Jalousie gespielt. Tja, und die gefährliche Gestalt? Geht mal selber gucken. Die Models schauen um die Ecke. Dort steht Nelas Schneiderpuppe mit einem Mantel, den Nela für eine Winterkollektion entworfen hat. Dann war das in der Küche nur Amy, während Tiger hier sein Unwesen getrieben hat. Oh nein! Happy Halloween! Und für euch besser keine Gruselgeschichten mehr. Ganz bestimmt nicht, Aaron. Diesen Comic und weitere Stories findest du in der Oktoberausgabe des Topmodel-Magazins.